Langsam und mit der gebotenen Andacht wurde der Sarg aus der Trauerhalle getragen. In ihm Thomas Born, der für viele viel zu früh gegangen ist. Tommy und ich, wir kannten uns seit vielen, vielen Jahren. Wir waren sehr eng befreundet, in den letzten Jahren sogar noch enger zusammengerückt als die Jahre davor. Er war ein für mich persönlich ein herzensguter Mensch, ein Familienmensch, hat seine Familie geliebt, hatte die schmutzigste Lache, die ich je gehört habe. Ich habe sie geliebt, ich habe ihn geliebt. Und jetzt sind wir hier und sind traurig. Ich möchte auch nicht so viel reden an diesem Tag, weil ich habe mir das eben drinnen alles angeguckt, wie er da liegt. Und das geht mir doch sehr nahe. Und da finde ich wohl auch nicht die richtigen Worte. Er war schon irgendwo auf seine Art phänomenal. Ne? War schon ein toller Typ auch. Und wie gesagt, auch ein entspannter Typ. Gar nicht irgendwie der stressige Typ. Und ja, eigentlich alles ganz locker, entspannt eigentlich gelöst. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Momente. Und die sind aber jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, denke ich mal. Born, den viele unter dem Namen Karate-Tommy kannten, starb am 1. Mai im Alter von 63 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Als 19-Jähriger erlangte der gebürtige Hamburger den schwarzen Gürtel im Judo, später auch in Karate. Über seine selbst gegründete Kampfschule kamen die Kontakte ins Rotlichtmilieu, wo er sich einen dubiosen Ruf erarbeitete. Hinter dem, was man immer so in den Schlagzeilen liest und was man so kennt, irgendwie ist er eben noch so ein super positiver Mensch gewesen, der es geschafft hat, Menschen mit seiner Motivation aus der tiefsten Krise zu holen. Und das wissen die wenigsten Leute, weil sie kennen ihn nur aus Schlagzeilen, dass er fürs Grobe zuständig war und ein harter Knochen und so weiter. Aber er hatte einfach so wahnsinnig tolle Eigenschaften, die man als Freund werde ich auch vermissen. 1982 überlebte Born einen Schusswechsel. 1987 ging es wegen verschiedener Delikte für 2 Jahre nach Santa Fu. 2012 überlebte er einen weiteren Angriff, dieses Mal mit einer Machete. Er war stark, ne? Er war wirklich so stark, wie ich selten Leute gesehen habe. Aber gab es eben auch noch den einfühlsamen, sensiblen Thomas Born, den Familienmenschen. Ne? Und sein Herz hat wirklich für seine Söhne geschlagen. Und das ist das ist vielleicht eine Seite, die man weniger an ihm kennt, obwohl er das auch oft gesagt hat im Interview. Aber ja, ich glaube, dass er auch im Alter immer ja, doch weiser geworden ist. Thomas Born hinterlässt 2 Söhne und seine Freundin.